السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir werden inshallah in diesem Unterricht oder in dieser Sitzung bi'izni ta'ala ein sehr wichtiges Thema behandeln, und zwar Ansichten, Verschiedenheit, Aussagen, Unterschiede zwischen den Gelehrten von Ahle Sunnah al-Jama'a, und dann unser Verhalten bezüglich Leute, die Bid'a begehen, Leute, die Schirk begehen, und Leute, die den Weg von Ahle Sunnah al-Jama'a nicht vertreten. Auch unser Verhalten zu Ahle Sunnah al-Jama'a, wenn wir unterschiedliche Ansichten vertreten. Barakallahu fikum. Als eine Tatsache, dass wir Meinung oder, sage ich jetzt, Ansichten, Verschiedenheit haben müssen in der Religion, dass alle Leute der gleichen Ansicht sind, das wird nicht passieren. Und da muss man hier unterscheiden zwischen Grundlagen der Religion und zwischen sozusagen nicht Grundlagen, sondern Zweigen in der Religion. In Grundlagen sowieso darf man keine Ansichten, Verschiedenheit haben. Aber in diesen Zweigen, bestimmten Themen, dürfen wir Meinung, Verschiedenheit haben, wenn wir keine klaren Beweise haben. Voriges Mal haben wir zuletzt erwähnt, was machen wir, wenn wir zwei Hadithe haben oder zwei Aussagen haben von Gelehrten, die gegeneinander sind. Und dann haben wir die Schritte erzählt und erklärt, wie man das macht. Zum Beispiel einer sagt, das geht, der andere sagt, das geht nicht. Wir müssen auch etwas hier verstehen. Der zweite Punkt, was wichtig ist: Ansichten, Verschiedenheit ist nicht gut in der Religion, sondern wir müssen versuchen, unsere Ansichten zu vereinbaren oder zu vereinen. Aber natürlich gab es unterschiedliche Aussagen zur Zeit von Sahaba, zur Zeit von Gefährten vom Propheten. Aber das heißt nicht, die Sahaba haben die Tür aufgemacht und haben gesagt, jeder kann seine Meinung sagen in der Religion. Nein, die versuchten das immer zu schließen. Und das war sehr eng. Die Ausnahme ist, dass wir in bestimmten Themen und wenigen Themen Ansichten, Verschiedenheit haben. Die Regel ist, wir sind alle vereint und wir haben alle die gleichen sozusagen Grundlagen und die gleichen Aussagen. Warum haben die Gelehrten verschiedene Aussagen getroffen? Das ist der dritte Punkt, was sehr wichtig ist. Erstens, barakallahu fikum, weil ein Gelehrter gedacht hat, dass ein Hadith zum Beispiel authentisch wäre, aber das war nicht so. Oder im selben Punkt, der Gelehrte hat gedacht, dass ein Hadith nicht authentisch ist, aber der Hadith war authentisch. Das heißt, der bekommt ein Hadith, der sagt, ja, das ist nicht authentisch. Und der sagt, ja, wir nehmen das nicht. Aber im Grunde genommen, der Hadith war doch authentisch und umgekehrt. Das ist erstens. Zweitens, das hat ihn nicht erreicht, diese Überlieferung. Er hat das nicht gewusst. Und wir müssen hier etwas beachten, dass die Sunna nach der Zeit von den großen Gelehrten geschrieben worden ist. Nach der Zeit von Sahaba, richtig jetzt geschrieben, wie Al-Bukhari, Muslim und diese Bücher, die die Sunna uns sozusagen gehalten haben, das waren diese Werke, die waren nach 200 Jahren.
Deshalb, das war nicht so, dass alle Gelehrten alles bekommen haben. Und deshalb, der Gelehrte musste eigentlich manchmal seine Meinung verwenden. Weil die Umma, die braucht seine Aussage. Dann, barakallahu fikum, dritter Grund, dass die Gelehrten verschiedene Interpretationen für bestimmte Hadithe gehabt haben. Der hat so verstanden und der andere hat das anders verstanden. Und von hier haben sie verschiedene Aussagen oder Ansichten gehabt. Es gibt auch in unserer Religion, bei Ahl Sunnah und Jama'a, verschiedene Arten von Ansichten, Verschiedenheit oder dass man verschiedene Ansichten zu bestimmten Themen hat. Das erste, barakallahu fikum, das heißt Khilaf at-Taraf. Khilaf at-Taraf. At-Taraf, das bedeutet die überflüssige Ansichtenverschiedenheit. Überflüssig. Und dies sind Themen, die weder mit Aqida, mit Glaube, noch mit Urteilen der Religion zu tun haben. Angenommen, At-Taraf, Ikhtilaf-Taraf. Das heißt, überflüssige Ansichtenverschiedenheit. Überflüssig ist das. Das sind mit Themen, die überhaupt die Aqida oder die Taten des Moslems bewirken. Das hat mich zum Beispiel, wo war die Berghöhle, in dem die Leute von der Höhle drin waren? In welchem Land? War das Türkei? Oder Marokko? Oder Amerika? Oder Südafrika? Ist uns egal. Wo war das Schiff von Nuh a.s.? Welcher Baum war der Baum von Adam im Paradies? War das Apfel oder Kartoffeln? Ist egal. Der Hund von den Leuten der Berghöhle oder der Höhle war schwarz, gelb, rot. Was hat Yusuf a.s. von Augenfarbe gehabt? Ich meine jetzt, ob grün oder blau oder rot. Was bewirkt es uns in der Religion? Gar nicht. Deshalb diese Fragen, die man manchmal stellt, das hat mit der Religion gar nichts zu tun. Wo war Schiff von Nuh a.s.? Da kommt man und sagt, Türkei und dort in der Türkei. Die anderen sagen, in Indien. Wo ist das Grab von Adam? Manche sagen in Indien, manche Kaschmir, manche sagen im Osten von Türkei, andere sagen in Ägypten, die anderen sagen in Tschetschenien, die anderen sagen in Afrika, die anderen sagen. Ja, und jeder sagt, was er will. Das hat überhaupt nichts zu tun. Diese Art von Ikhtilaf brauchen wir überhaupt nicht. Und sonst, wenn die Muslime davon anfangen zu reden, da sagt man ihnen, fürchtet Allah und kümmert euch um andere Themen, die wichtiger und wichtig in der Religion sind. Zweitens, barakallahu fikum, Khilafu at-Tanawwu', Khilafu at-Tanawwu'. Das bedeutet, das ist diese Art von verschiedenen Ansichten und die sind alle zulässig in der Religion. Die sind zulässig in der Religion. Zum Beispiel, wenn du das Gebet anfängst, wenn du das Gebet anfängst, was sagst du? Manche sagen, Allahu Akbar, dann Subhanak Allahumma wa bihamdik, Tabarak asmuk, ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Andere sagen, Allahu Akbar kabira. Andere sagen, wajjahtu wajhi. Oh, das ist alles okay. Alles ist richtig. Alles ist richtig hier. Bittgebet zu machen. Einer sagt, oh Allah, gib mir viel Geld. Der andere sagt, oh Allah, gib mir Gesundheit. Der dritte sagt, kein Problem. Das geht. Das geht. Zum Beispiel die Rezitationsarten. Einer rezitiert Warsch, der andere rezitiert Qalun, der dritte rezitiert Hafs und so weiter. Ist kein Problem. Das darf man. Und
diese Art, du kannst wählen, wie du willst, weil alles zulässig ist, alles ist in Ordnung, alles ist richtig im Islam. Drittens, barakallahu fikum, al-khilaf al-mu'tabar, auch khilaf al-fahm wal-ijtihad. Die Ansichtenverschiedenheit bezüglich Interpretationen und Anstrengung Ijtihad. Das bedeutet, man hat verschiedene Ansichten bei Interpretationen und das wird bei Verstehen eines Hadithes oder ein Ayat. Und bei Anstrengen, das wird der Gelehrte schränkt sich an und er versteht etwas. Und dies ist zu bestätigen. Das wird, man kann das so verstehen. Und das, barakallahu fikum, das müssen wir erklären richtig, weil das das meiste ist, was heutzutage wir haben. Erstmal derjenige, der sich anstrengt in Interpretation eines Hadithes oder ein Ayah, der muss erstmal die verschiedenen Voraussetzungen dafür haben. Der muss viel Wissen haben vom Koran, viel Wissen von Sunna. Der muss wissen, ob die Gelehrten Konsens haben oder nicht. Der muss Hadith-Lehre beherrschen. Der muss Usul al-Fiqh beherrschen. Der muss Usul al-Tafsir beherrschen. Der muss die arabische Sprache beherrschen. Wenn ich das sage, definitiv gibt es sehr wenige Leute heutzutage, die diese Eigenschaften haben. Das geht nicht, das gilt nicht jetzt für eine Person, die hier in Deutschland sitzt und der hat ein paar Hadithe gelernt und der denkt, ja, ich kann jetzt mich anstrengen und das ist meine Meinung in der Religion. Möge Allah uns bewahren. Tausende von Jahren haben die Gelehrten gearbeitet, hart gearbeitet, damit sie eine Interpretation bringen oder damit sie etwas richtig verstehen. Und dann kommen wir hier, man hat ein Hadith oder zwei Hadithe gelernt und da will man reden über solche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Zweitens, barakallahu fikum, derjenige, der diese Ansichten betätigt, ist derjenige, wir müssen erstmal gucken, ob die Grundlagen seiner Religion, dass wir seine Praktizierung richtig sind, ob sein Aqidah richtig ist, ob sein die Art und Weise, wie er ableitet oder interpretiert, richtig ist. Drittens, wenn er Fatwa gibt oder wenn er ein Urteil ableitet, dann muss man sehen, ob er Recht hat oder nicht, ob das sozusagen machbar ist oder nicht. Nicht zum Beispiel, dass er kommt und er widerspricht al-Ijma', widerspricht Konsens der Gelehrten, der darf das nicht machen in diesem Zusammenhang. Was machen wir hier? Wir sagen, dieser Gelehrte hat sich angestrengt und der hat diese Interpretation betätigt, der hat diese Fatwa abgeleitet von Beweisen. Wir haben gesagt, seine Grundlagen sind richtig, Aqida richtig, Weg richtig. Deshalb sagen wir, wenn er Recht hat, dann bekommt man zweimal Lohn. Wenn er falsch gemacht hat, bekommt er einmal Lohn. Aber der muss sozusagen die Grundlagen haben dafür. Aber wenn eine Person, die kein Wissen in der Religion hat, und er kommt und der interpretiert etwas allein und der macht das richtig, diese Person hat eine Sünde begangen. Das ist der Unterschied zwischen einem wissenden Gelehrten und zwischen Leuten, da nennt man die Ansaf al-Muta'allimin, das sind die Leute, die Hälfte sozusagen des Wissens oder der Wissenden heißen. Das heißt, die haben keine Ahnung und die reden. Oder die haben ein bisschen, die haben zum Beispiel 10% und die haben 90% nicht und die fangen an, Fatwa zu geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir sagen, wie ich schon gesagt habe, diese Ansicht von diesem Gelehrten, wenn das möglich ist, dass das stimmt, dann bekommt er, wenn er Recht hat, bekommt er zweimal. Und wenn er kein Recht hat, bekommt er einmal Lohn. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Wenn ein Gelehrter sich anstrengt
um ein Urteil abzuleiten und der macht falsch, der bekommt einmal Lohn. Der macht richtig, der bekommt man zweimal Lohn. Aber eins ist richtig davon. Das geht nicht, dass beide richtig sind. Das wird, wenn eine Person sagt Haram, verboten, und der andere sagt erlaubt. Einer davon ist richtig. Unsere Aufgabe ist, wir suchen nach den Beweisen und wir suchen, sozusagen wir forschen, wir studieren und derjenige, der stärkere Beweise hat, wird angenommen. Aber das muss betätigt werden von Leuten, die Wissen haben und die ihre Grundlagen richtig sind. Und das ist der Ikhtilaf zwischen Ahl-Sunnah und Jama'a, wie zum Beispiel die Fair-Rechtsschulen. Zu bestimmten Themen haben sie Beweise, aber zu bestimmten Themen haben sie nicht. Wenn sie keine Beweise haben, dann darfst du nicht von ihnen nehmen. Weil der Gelehrte, der hat das sozusagen gemacht, weil er das Hadith nicht bekommen hat. Und deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. In diesem Art von Ikhtilaf oder in dieser Art von Al-Ikhtilaf, wir sagen, wir sind alle Brüder und wir können Ikhtilaf haben. Beispiel, Beispiel. Wenn man nach dem Ruku', nach dem Verbeugen des Gebetes aufsteht, geht mal zur Niederwerfung. Geht man erstmal mit den Händen oder geht man erstmal mit den Knien? Ich sage mit den Händen. Ein Bruder sagt nein, mit Knien. Dann sagen wir, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Und eins ist richtig. Für mich ist Hände erstmal richtig. Für ihn Knie richtig. Weil die Gelehrten das gemacht haben, ist es kein Problem auch, dass wir verschiedene Ansichten haben und wir suchen nur nach den Beweisen und der stärkere Beweis nehmen wir. Aber das ist eine Sache von diesem Ikhtilaf. Muss die Frau sich bedecken, das Gesicht bedecken oder nicht? Manche sagen beliebt, andere sagen Pflicht. Hier sagen wir, die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen oder Ansichten und inshallah, ich sage, ich habe Beweise gesucht und ich bin dafür, dass es beliebt ist. Ein anderer Bruder sagt, doch Pflicht. Ich sage, okay, du hast deine Ansicht, ich habe meine Ansicht und wir bleiben Brüder. Wir dürfen nicht gegeneinander werden und wir dürfen uns nicht schlecht zeigen. Deswegen, schaut mal hier, aufpassen, weil die Grundlagen der Gelehrten, die das gesagt haben, richtig sind. Ihre Interpretation kann man vertreten. Und die sind Gelehrten, die das gesagt haben. Das ist anders jetzt als eine Fatwa, die nicht richtig ist. Zum Beispiel, einer kommt und sagt, ja, wir gratulieren die Kuffar zu ihren Festen. Nein. Sagt man, ja, aber Gelehrte haben das gesagt. Nein. Nein, 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 nein. Das ist total was anderes dann. Wir sind dann in einer anderen Art von Ikhtilaf hier gerückt. Weil man hier keinen Beweis hat. Es gibt Konsens von den islamischen Gelehrten, dass man nicht mitfeiern darf und dass man nicht gratulieren darf. Und wenn man kommt und sagt doch, dann sagen wir nein. Beweise hast du nicht, Interpretation ist falsch, Ableitung ist falsch, das ist nicht jetzt Khilaf Mu'tabar. Nein. Könnt ihr jetzt das verstehen zwischen den beiden? Eins, Gelehrten haben das gesagt, die haben ihre Beweise, und die haben das betätigt. Der andere ist, die Gelehrten haben keine Beweise. Die haben das nicht gesagt. Das können wir nicht sagen, das ist Mu'tabar. Das ist etwas, was wir bestätigen von Ikhtilaf. Drittens, als Beispiel in dieser Art von Ikhtilaf, zum Beispiel die Ikhtilaf von Ulama al-Jarh al-Ta'dil in Hadith-Lehre. Bei Transzendenten oder bei Überlieferer. Einige sagen, der ist schwach, einige sagen, der ist stark. Hier müssen wir prüfen. Aber das ist diese von diesen zulässigen Ikhtilaf. Dann barakallahu fikum. Die Ansichtenverschiedenheit der Fehler. Das bedeutet, dass man Fehler gemacht hat. Das heißt,
Einige Gelehrten haben etwas gesagt, was klar ist, mit Beweisen belegt. Ein Gelehrter hat das nicht bekommen, die Beweise, der hat das nicht gehabt. Und deshalb hat er etwas gesagt, was falsch ist. Und wir wissen, dass dieser Gelehrte, dass dieser wissende Großgelehrte, der meinte das nicht. Aber weil er das nicht bekommen hat, der hat das getätigt. Zum Beispiel, Ibn Hazm, Rahimahullah, hat ein Hadith bei Al-Bukhari als schwach erklärt. Und deshalb hat Ibn Hazm gesagt, Musik und Singen sind kein Problem im Islam. Aber der hat Fehler gemacht. Wir wissen doch, der hat Fehler gemacht. Deshalb, wir sagen nicht, Ibn Hazm wäre schlecht und so weiter. Weil er ein Großgelehrter ist und der meinte das nicht, sondern der hat sich angestrengt, sich bemüht und der hat dieses Urteil gegeben. Aber der hat Fehler gemacht, weil er hier etwas falsch verstanden hat. Deshalb wir sagen, der hat Fehler gemacht. Warum? Weil wir mit Sicherheit Beweise haben, die belegen, dass Musik und Singen und so weiter, dass es verboten ist. Barakallahu fikum. Fünften, Khilaf al-Dalal. Das bedeutet irreführende Ansicht, Verschiedenheit. Das führt in die Irre. Was heißt das? Eine Person, der kein Grundlagen für Ijtihad hat, der keine Bedingungen für das Wissen hat und der betätigt ein Urteil, was gegen die Beweise ist. Natürlich ist das Dalal. Der führt die Leute in die Irre, diese Person. Das bedeutet, weder sind seine Ansichten richtig, noch hat er die Instrumente dafür, das wird Wissen, Instrumente, dass er Ijtihad machen kann. Angenommen, ich gebe euch Beispiel, eine Person ist seit 2 Wochen Moslem und er kommt, wir sagen ihm, angenommen, seit 2, 3 Wochen Moslem, sagen ihm, ja, es gibt 5 Gebetszeiten, du musst die Gebetszeiten in der Zeit verrichten. Der sagt, ach, das ist sehr streng. Man darf die Gebetszeiten alle zusammen verrichten. Oh, wir sagen ihm, verstehst du die Sache? Ist mir egal, meine Meinung. Das ist Dalal wal-Iyadu billah. Das ist Jahl, Unwissenheit. Oder wie diese Leute, der ist 3, 4 Monate im Islam und dann fängt er die Leute vom Islam ausschließen. Der ist kein Moslem und der ist kein Moslem. Möge Allah uns bewahren. Das ist genau Dalal. Und da sagt man, ja, wir haben aber Meinungsverschiedenheit. Nein. Nein, keine Meinungsverschiedenheit. Wir haben hier Dalal-Sache, irreführende Sache. Weil, oder wie diese Philosophen, die philosophieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann barakallahu fikum. Ansichten, Verschiedenheit durch Gelüstfolgen und Unwissenheit. Gelüstfolgen und Unwissenheit. Und das ist jede Art von Ikhtilaf, die man betätigt, weil man bestimmte Interessen haben will und weil man sozusagen nach der eigenen Meinung leben will, obwohl man kein Wissen hat. Zum Beispiel, du kommst zu einer Person, du sagst ihm, es gibt mit Sicherheit Ijma', es gibt Konsens bei den Gelehrten des Islam, dass dies und dies nicht erlaubt ist oder dass dies und dies Pflicht ist. Es gibt Konsens. Der sagt dir trotzdem, ich mache das. Und er fängt an, der will sozusagen Beweise bringen. Und er biegt die Beweise. Oder der macht rechts und links am Ende damit, er sagt, ja, ich bin richtig. Khilaf al-Hawa wal-Jahala. Al-Hawa. Das wird default sein Gelüst. Und das ist sehr schlimm, diese Art von Ikhtilaf. Das ist sehr schlimm. Warum? Weil man dadurch, wal-Iyadu billah, in Richtung Zandaqa. Zandaqa bedeutet, die Religion so zu erklären, wie man selber will. Etwas haram ist, der sagt man halal. Etwas halal, der macht man anders. Nach der eigenen
Ansicht. Wie zum Beispiel heute, wenn du tausende Beweise bringst, man darf nicht Zinsen nehmen. Da sagt man dir, nein, es gibt Gelehrten, die Fatwa gemacht haben und so weiter. Das ist mit Sicherheit gelöst, folgen hier. Weil die Sache klar ist, Zinsen sind im Islam haram. Aber da fängt man an, rechts, links, oben, unten und. Eine Frau muss sich bedecken. Dann fängt er, nein, wir sind in Deutschland und. Die Sprache des Jugends oder der Jugend ist Musik. Ja, dann weiter bitte. Wir machen Disco. Weiter bitte. Wir nennen das islamisch. Weiter bitte. Kein Problem. Unsere Schwestern und Brüder, wir sind alle eine Familie. Kein Problem. Da bringt man 16-, 17-jährige Mädchen und Jungen zusammen und die tanzen und dann unter dem Schirm des Islam. Möge Allah uns bewahren. Und wenn man ihm sagt, das ist haram, der sagt, ja, aber Meinung, Verschiedenheit, kein Problem. A'udhu billah. Meinung, Verschiedenheit, die kein Problem ist, das ist nur in diesen Fällen, die wir am Anfang genannt haben. Aber in solchen Fällen überhaupt nicht. Dann, barakallahu fikum, gibt es so eine Art von Ikhtilaf auch. Das ist diese Art von Ikhtilaf, was wir haben, Ordnung. Ordnung, Organisation. Zum Beispiel hier in der Moschee. Machen wir Teppich grün oder blau? Wir wollen etwas tun in der Moschee, arbeiten und so weiter. Das ist Organisation. Hier, deine Pflicht ist, du lässt das für diejenigen, die Ahnung haben. Und du machst daraus kein Problem. Das sind, barakallahu fikum, ein paar Arten von Ikhtilaf. Al-Ikhtilaf al-Idari. Das sind ein paar Arten von Ikhtilaf. Was ist jetzt unsere Pflicht hier in diesem Zusammenhang? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wenn wir diese Arten von Ikhtilaf haben. Passt auf, liebe Brüder und Schwestern. Wenn wir verschiedene Ansichten haben, die belegt sind und die von den Gelehrten betätigt sind, die Allah fürchten und die den richtigen Weg haben und die folgen den Gelehrten von Salaf, das wird von den drei Generationen des Islam, dann kein Problem für uns, obwohl wir sagen, eine Meinung oder eine Ansicht ist falsch. Aber trotzdem kein Problem. Wie Al-Shafi'i gesagt hat, meine Ansicht ist richtig und Ansicht von meinem Bruder ist falsch. Aber meine Ansicht könnte falsch sein und seine Ansicht könnte richtig sein. Aber wir bleiben Brüder. Wir dürfen uns nicht in diesem Zusammenhang spalten oder wir dürfen nicht gegeneinander werden. Ja, das ist in dieser Art von Ikhtilaf mit Beweisen, mit Leuten, die die Fähigkeit haben, das zu betätigen. Aber wenn wir zu bestimmten Themen kommen, die sind nicht für die Leute, die kein Wissen haben und die sind klar, dann können wir nicht sagen, ja, wir dürfen Meinung und Unterschiede oder Ansichten haben, weil die Beweise klar sind. Da sagt man ja, deine Beweise sind für dich klar. Nein, es gibt Beweise, die sind für jeden, der Verstand hat, klar. Und deshalb haben wir voriges Mal genommen? Die Grundlagen von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, wie sie argumentieren und wie sie die Beweise ableiten und wie und was sie als Beweise bezeichnen. Wenn du das jetzt verbindest, dann weißt du genau, was damit gemeint wird. Und jetzt, barakallahu fikum, kommen wir zu unser sozusagen Hauptthema heute. Und bevor wir anfangen, dann müssen wir bestimmte Regeln verstehen oder Grundlagen, die wir kennen. Erstens, dass unsere Nation sich spalten wird und dass wir verschiedene Meinungen haben werden, ist mit Sicherheit, mit Gewissheit etwas, was passieren wird. Wir können das nicht verhindern. Aber das heißt nicht, wir erlauben das. Bitte unterscheidet zwischen
etwas, was wir nicht verhindern können und etwas, was wir erlauben können. Weil viele Leute das nicht differenzieren können. Das heißt nicht, dass wir sagen, es werden die Muslime sich spalten oder die Muslime werden verschiedene Meinungen haben. Das heißt, wir sind, das ist okay. Oder wir sagen, das ist okay. Nein. Die Muslime, die müssen versuchen, immer in Einheit zu bleiben, vereint bleiben. Und die versuchen, ihre alle Ansichten näher zu bringen. Das ist die richtige. Aber dies ist eine Tatsache. Weil, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa 115, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Das heißt, barakallahu fikum, derjenige, der dem Propheten widerspricht und der einen anderen Weg nimmt als der Weg von den Gläubigen, der wird seine Strafe am letzten Tag bekommen, der wird in die Hölle gehen. Das heißt, es gibt Leute, die den Weg von den Gläubigen nicht nehmen werden. Und der Prophet sagte, meine Umma, die wird sich in 73 Gruppierungen oder in 73 Gruppen spalten. Alle gehen in die Hölle, außer eine. Der Prophet wurde danach gefragt. Der sagte, diejenigen, die wie ich und meine Gefährten die Religion praktizieren, diejenigen, die zusammenkommen auf dem Weg des Islam. Der hat uns die Lösung gegeben. Und deshalb sagen wir immer, wir müssen Koran, das Buch Allahs, Sunna, das wird, was der Prophet gemacht, gesagt, entschieden hat, und folgen, und wir verstehen das, wie die Gefährten vom Propheten, Gefährten von Gefährten, Gefährten von Gefährten, die sind Salaf. As-Salaf, As-Salih, Radwanallah Ali. Und aufpassen, viele Leute heute behaupten, wir sind auf dem Weg Salaf, auf dem Weg Salaf, das ist nicht so. Nicht jeder, der behauptet, dann ist er automatisch. Und noch eine Bemerkung. Viele Leute heute sagen, Ibn Taymiyyah sagt, Al-Albani sagt, Ibn Uthaymin sagt, der Salaf-Weg. Das sind Behauptungen. Das sind Behauptungen. Und Behauptungen müssen belegt werden. Dann können wir nehmen. Einer von Da'wah Tabligh einmal, der hat gesagt, wenn ich gehe in eine Moschee und ich sehe, die Leute, die haben Bärte und die folgen dem Weg von Salaf, dann sage ich ihnen sofort, Ibn Baz hat ein Fatwa gegeben und Ibn Taymiyyah sagt, Al-Albani sagt, ich sage ihnen das, die sind alle ruhig. Ja, natürlich, diese Leute haben keine Ahnung. Wenn sie Ahnung gehabt hätten, dann wissen sie, unsere Religion ist nicht mit Fatwa oder mit Ansichten der Gelehrten, sondern unsere Religion, die Basis ist, was Allah gesagt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat und nicht, was die Leute sagen, auch wenn sie unsere Gelehrten sind. Und das ist sehr wichtig, weil viele Leute heute, die werden euch tausend Aussagen holen. Der Gelehrte so sagt, der Gelehrte so sagt, der Gelehrte so sagt. Ich sage, bei solchen Themen, ich mache ihm so, hier deine Papiere alle beiseite. Jetzt komm, wir reden. Wo ist der Beweis vom Koran und Sunna? Sag ja, aber die Gelehrten. Ich sage ihm, lass die Gelehrten. Du verstehst nicht, was die Gelehrten sagen. Was ist der Beweis für das, was die Gelehrten gesagt haben? Und das ist der Hakenpunkt. Wenn man natürlich den Salaf-Weg verstanden hat. Deshalb, barakallahu fikum, wir werden verschiedene Gruppierungen haben, wir werden verschiedene Meinungen haben. Das ist eine Tatsache, die wir nicht ändern können. Zweitens, dass wir verschiedene Gruppierungen oder Gruppen werden und dass wir uns spalten, ist gefährlich. Gefährlich für uns. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat, dass wir sowas tun, dass wir uns spalten. Und dass eine Gruppe zum Beispiel oder eine bestimmte Person behauptet, ich bin nur der Richtige und alle anderen sind falsch, das ist auch gefährlich. Das ist auch in diesem Zusammenhang gefährlich. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen hier. Aufpassen, bitte aufpassen. Dass wir verschiedene Gruppierungen sind,
sagt man kein Problem. Oder wie manche heute sagen, dass die Muslime Parteien unter sich haben, das ist gesund. A'udhu billah. Das ist nicht gesund, das ist krank. Das ist Krankheit. Das ist eine schlechte Sache. Wenn diese Leute sich allein für sich selbst machen und die allein und die allein und die allein, das ist gefährlich. Und das heißt nicht aber, dass man so allgemein das versteht. Von einer anderen Seite, wenn diese Gruppe Schirk begeht, dann kann ich nicht mit ihnen bleiben. Wenn sie Bid'a begehen, dann kann ich nicht mit ihnen bleiben. Deshalb, barakallahu fikum, man muss die Sachen richtig verstehen. Weil die Wörter, die sind manchmal allgemein. Und du brauchst das richtig zu verstehen. Deshalb, der erste Punkt, wir werden spalten. Zweitens, diese Spaltung ist gefährlich. Sehr gefährlich für die Muslime. Und da sieht man zum Beispiel, wenn manche Leute den Islam neu annehmen. Der sagt, ja, jeder erzählt mir was. Der sagt mir, du darfst. Der andere sagt, du darfst nicht. Der andere macht. Der andere sagt, mach nicht. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Und jeder sieht gut, sozusagen, sieht gut aus und der hat Bart und der sagt, ich bin Muslim und sage Beweise von Koran und Sunnah. Ah, das ist. Deshalb muss man die Grundlagen lernen, damit man hier nicht in diesem Loch kommt. Drittens, barakallahu fikum. Diejenigen, die dem Weg von Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, und dem Weg von Sahaba, von seinen Gefährten folgen und dem Weg von Salaf folgen, die prüfen die Leute mit den Leuten nicht. Das müsst ihr lernen. Die prüfen die Leute mit den Leuten nicht. Das heißt, was sagst du zu Tariq? Ist Tariq gut? Wenn er sagt ja und ich sage, Tariq ist nicht gut, dann ist er mein Feind geworden. Es gibt so eine Truppe heute. Es gibt eine Truppe heute. Die sind wie diese Tamagotchi-Spiele. Tamagotchi-Spiel musst du füttern, füttern, füttern. Und diese Leute musst du nur füttern mit Reden über die anderen. Der macht so und der macht so und der macht so und der macht so. Wir sollen uns bewahren. Diese Leute, die haben zum Beispiel einen Scheich oder zwei Scheichs. Die prüfen die Leute mit diesen Scheichs in bezüglich einer Frage. Und deshalb sagte Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, man darf nicht eine Person als Maßstab für die Religion nehmen. Bist du für ihn, bist du gut. Bist du gegen ihn, bist du schlecht. Zum Beispiel mein Scheich. Redest du von ihm gut, dann bist du gut. Sagst du, mein Scheich hat Fehler gemacht, dann bist du am schlimmsten, du bist mein Feind geworden. Das ist nicht der Weg von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Da sagt man ja, aber zu bestimmten Zeiten gab es, man hat gesagt, schaut mal die Leute aus Syrien, wenn sie Al-Auza'i lieben, dann sind sie gut. Und die Leute aus Irak, wenn sie Imam Ahmed lieben, dann sind sie gut. Und die Leute von Jemen, wenn sie den lieben, dann sind sie gut. Das ist was anderes hier. Das ist was anderes gemeint. Und das ist nicht so, wie die Leute das gemacht haben. Diese Leute heutzutage zum Beispiel Sayyid Qutb und Sayyid Qutb. Was sagst du zu Sayyid Qutb? Sag, wer ist Sayyid Qutb? Dann bist du Mubtada. Möge Allah uns bewahren. Das ist nicht Ahl Sunnah und Jama'a Weg. Sayyid Qutb war ein Schriftsteller. Der hat nicht so viel Wissen gehabt. Und der hat ein paar Sachen über Islam geschrieben, der hat tausende von Fehlern gemacht und schlimme Sachen getan. Aber trotzdem, der bleibt Muslim. Möge Allah ihn verzeihen. Der ist gestorben, wie egal wird. Manche Leute haben diesen Mann sozusagen, manche haben diesen Mann so groß gemacht, der beste Gelehrte aller Zeiten. Und andere haben ihn die schlimmste Person der ganzen Menschheit gemacht. Und dann haben sie ihn sozusagen in der Mitte gemacht. Bist du, sagst du das gut, dann bist du Mubtada. Oder bei manchen auch vielleicht kein Muslim. Sagst du das nicht gut, dann bist du vielleicht kein Muslim und du bist Feind des Islam und so weiter. Möge Allah uns bewahren. Ahlus Sunnah haben diese Eigenschaft nicht. Ahlus Sunnah, die behandeln alle Leute nach dem Koran Sunnah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte,
Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa dhalika al-muslim. Wer unser Gebet betet und wer unsere Qibla nimmt und wer unser Schlacht, was wir vom Fleisch geschlachtet haben, isst, er ist Muslim. Fertig. Dann kommen wir zu forschen. Aber wer macht das? Forschen, ob die Leute in Ordnung oder nicht, das ist nicht jetzt die Sache für jede Person, sondern das ist für die Gelehrten, die das brauchen. Aber ich brauche nicht jede Person zu forschen, ob er gut und schlecht ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. So wird unser Leben vorbeigehen und wir haben nicht gelernt. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Das heißt, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die nehmen das Äußerliche von den Leuten. Was sie sagen und was sie erzählen. Wenn sie falsch erzählen, dann sagen sie, das ist falsch. Aber dass man zum Beispiel eine Person als Maßstab nimmt oder Symbol für das Ganze, sagst du gut, dann bist du gut, sagst du schlecht, dann bist du schlecht. Und die anderen, wenn du sagst gut, dann bist du schlecht und die anderen, wenn du schlecht, dann bist du so, das haben wir ja nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Viertens, barakallahu fikum, diejenigen, die ihre Religion spalten und die Bid'ah begehen, die Neuerungen begehen, diese Leute, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gewarnt, wenn sie weiter ihre Religion spalten und wenn sie Neuerungen praktizieren, dann können sie in die Hölle kommen. Das heißt nicht, dass sie keine Muslim sind, nein. Aber es kann sein, dass sie in die Hölle gehen. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fünftens, man sollte vor den Leuten, die Gelüst folgen und zu Neuerungen rufen, warnen. Und da sollte man das klarstellen. Weil manche Leute sagen, ja, du kannst überhaupt über einen Muslim nicht sprechen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht in diesem Zusammenhang. Wie zum Beispiel Al-Khawarij. Al-Khawarij, die waren eine Gruppe, die Sahaba vom Islam ausgeschlossen haben. Die haben gesagt, die Gefährten vom Propheten wären keine Muslime. Ja, wenn die Gefährten vom Propheten keine Muslime sind, dann wer? Und dann haben sie gegen die Gefährten gekämpft und die haben sie getötet. Diese Al-Khawarij, die haben einen extra Weg entwickelt von sich selbst. Sollen wir diese Leute loben? Der Prophet sagte, die sind die Hunde von Höllenfeuer. Man muss vor solchen Leuten warnen. Eine Person heute zum Beispiel, die unsere Religion, wal'iyadu billah, der die Urteile der Religion ändert nach seinem Gelüst, sollen wir schweigen? Deshalb aufpassen. Das heißt nicht, dass das deine Arbeit wird oder alles vergisst du. Du liest kein Koran mehr, du liest kein Hadith mehr, du lernst nicht mehr, dann redest du nur über diesen Mann. Das ist falsch auch. Aber wenn man von dir das verlangt, dann sagst du, diese Person sagt falsch. Und das ist kein Problem. Aber heute, wenn du sagst, diese Person sagt falsch, dann kommen seine Anhänger, sagen sofort, du machst Fitna. Puff. Aber der verbreitet, wal'iyadu billah, schlimme Sachen zwischen Muslimin, kein Problem. Und das ist bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah verboten. Wenn dein Sheikh der beste Sheikh ist, wenn dieser Gelehrte der beste Gelehrte ist und der macht Fehler, wir sind verpflichtet, diesen Fehler zu bestätigen. Wir sagen, das ist falsch, was er gesagt hat. Abgesehen davon jetzt von seiner Person. Wir respektieren ihn, der ist unser Bruder, unser Muss. Aber falsch ist falsch und richtig ist richtig. Aber mit Beweisen, nicht mit gelöst. Weil sein Bart mir nicht gefällt, dann ist er schlecht. Möge Allah uns bewahren. Nee, mit Beweisen, mit Argumenten. Und es gibt dafür auch, barakallahu fikum, ein Manhaj. Unser Manhaj in diesem Zusammenhang ist, erstens, barakallahu fikum, in Aqida-Themen gibt es keine, oder in Grundlagen der Religion gibt es keine Komplimente. Komplimente.
Ich weiß, was ich sagen will. Kompliment ist, dass du zum Beispiel hässlich bist, ich sage mir, du bist schön. Das ist Kompliment. Das heißt, wenn jemand in Aqida falsch macht oder in Menhaj, in der Grundlage der Religion, falsch macht, dann gibt es nicht, weil ich ihn liebe oder weil ich ihn mag, dann sage ich, der macht richtig. Mindestens bin ich verpflichtet zu sagen, das ist falsch. Abgesehen davon von seinen Namen, wer die Person ist. Lass mal jetzt die Namen beide Seiten. Wir reden jetzt über den Inhalt. Eine Person kommt, wir fragen ihn, wo ist Allah? Der sagt, Allah ist überall. Das ist Katastrophe. Allah ist nicht überall. Allah ist über seinem Thron. Er ist über dem Himmel, subhanahu wa ta'ala. Und er ist über seine Geschöpfe. Der ist in der Höheheit, subhanahu wa ta'ala. Über alle Geschöpfe. Und das ist die richtige Aqida. Wenn jemand kommt und sagt, Allah ist überall, sagen wir falsch. Das geht nicht, dass du das sagst. Es gibt 3000 Beweise, dass Allah über uns ist. In der Höheheit, subhanahu wa ta'ala. Hoheit. Ja, deshalb gibt es nicht, dass man sagt, ja, kein Problem und so weiter. Und nein, und wir wollen keine Fitna. Wenn jemand auch in Aqida Fehler macht, dann schweigen wir. Nein, da schweigen wir nicht. Wir sind keine Leute von den Leuten, die Bid'a begehen und die sind froh. Wir sind auch keine Leute, die Parteiismus haben. Das wird bei Parteien, bei Politik allgemein und Parteien, auch wenn die sich islamisch nennen, da gibt es diese Methode. Wenn er auch falschen Aqida macht, dann schweigst du, sagst du nicht. Bei uns nein, das geht nicht. Mindestens du sagst ihm, das ist falsch, was du gesagt hast. Und wenn er öffentlich macht, dann kannst du öffentlich auch reden. Aber mit guter Methode, mit guten Wörtern und mit Beweisen erklären. Und du greifst die Person nicht an. Vielleicht hat er zum Beispiel Ausrutscher gemacht. Der hat nicht gemerkt und er hat das gesagt. Vielleicht meint er das nicht. Der Beweis dafür ist, barakallahu fikum, Musa alayhi salam, als er zurückkam und er hat gesehen, dass sein Volk Kalb angebetet haben. Der kam und der nahm Harun alayhi salam. Der nahm seinen Bruder Harun, Prophet. Der nahm ihn von seinem Kopf und von seinen Haaren. Dann hat Harun gesagt, mein Bruder, nimm mich. Warum nimmst du mich von meinem Bart und von meinem Kopf? Ich habe Angst gehabt, dass du mir sagst, du hast das Volk Israel gespalten. Deshalb, er hat ihm gesagt, ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani. Afa'asayta amri? Als du gesehen hast, die sind irre gegangen und die haben den Kalb angebetet. Wieso bist du mit ihnen geblieben? Wieso hast du meinen Befehl widersprochen? Du sollst sie verlassen, weil das nicht geht. Deshalb hier, der hat ihm nicht gesagt, ja, richtig. Obwohl die Nia von Harun, die Absicht, sehr gut war. Der will die Nation zusammenbringen. Die Nation wird zusammengebracht, wenn die Nation einen richtigen Weg hat und einen richtigen Glauben hat und das verbindet uns. Was uns verbindet, ist nicht, dass wir zusammen tanzen, zusammen essen. Was uns verbindet, ist der richtige Weg, die richtigen Gedanken, die richtigen Denkweise, die richtigen Methoden und der richtige Weg, was die Muslime haben. Das verbindet uns. Deshalb gibt es nicht, dass man sagt, ja, wenn wir verschiedene Sachen in Aqida haben, kein Problem. Nein, in Aqida Sachen gibt es nicht oder in Grundlagen gibt es nicht. Da muss man erklären, das ist richtig, das ist falsch. Es gibt noch ein Hadith dazu mit Huzaifa, radwanallahu alayhi, als er sagte, يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبُ. Der Islam bleicht aus wie der Muster eines Kleides oder eines Gewandes ausbleicht. Das wird die Leute vergessen, den Islam langsam. Bis die Leute nicht mehr wissen, was Fasten ist, was Gebet ist,
was Schlachten ist, was Almosen ist. Und es wird eine Nacht kommen, es wird vom Koran nicht bleiben. Kein Ayah vom Koran. Und es werden nur Leute bleiben, die alt sind, die sagen, La ilaha illallah. Sila sagte ihm, was nutzt ihnen La ilaha illallah und die wissen nicht, was Fasten ist, was Gebet ist, was Almosen ist und so weiter. Hudhayfa stand auf und ist weggegangen. Der andere hat ihm Sila gesagt, nochmal, was nutzt ihnen? Zum dritten Mal, was nutzt ihnen? Hudhayfa drehte sich um. Der sagte, sie rettet sie von der Hölle, sie rettet sie von der Hölle, sie rettet sie von der Hölle und ist weggegangen. Warum werden die Leute eines Tages nicht mehr wissen, was Gebet ist, was Fasten ist, was sowas? Weil die Leute ihnen nicht erklären, was ihre Religion ist. Und man sagt ja, kein Problem, kein Problem, kein Problem, schweigen wir, schweigen wir, schweigen wir, wir wollen kein Fitna, wir wollen kein Fitna, kein Fitna. Am Ende werden die Leute das Schlechte tun. Und wenn du dann kommst und sagst, das ist schlecht, die Leute sagen, ja, du machst Fitna. Dann musst du schweigen. Möge Allah uns bewahren. Zweitens als Regel, barakallahu fikum, dass man manchmal schweigt in Ikhtilaf-Sachen, die falsch sind, das ist eine Regel. Das heißt, daf'ul madarra, daf'ul mafsada, dar'ul mafsada. Das bedeutet, dass man ein Fitna verhindert, weil man nicht machen kann. Das ist manchmal in Ordnung. Das heißt in diesem Zusammenhang, was bedeutet das? Barakallahu fikum. Du bist in einem Land oder in einer Stadt oder in eine Moschee gehst du rein und alle tun etwas, was falsch ist. Alle tun Schirk. Und du weißt, wenn du was sagst, dann werden sie dich vielleicht schlagen oder töten. Sagst du ihr, das ist falsch? Nein. Warum? Weil du etwas verhindern willst, was dir oder den anderen passieren kann. Deshalb hier kannst du schweigen. Aber das ist eine Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Das ist Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Wenn man manche von den drittens, wenn man manche von Ahl al-Bid'a, von Leuten, die Neuerungen begehen, wenn man zu ihnen gut ist und er redet mit ihnen gut und damit man mit ihnen Da'wah macht, ist es nicht Bestätigung für sie, für ihre Bid'a oder dass man zufrieden ist mit der Bid'a, was sie begehen. Weil wir, barakallahu fikum, wie Ärzte sind in diesem Zusammenhang. Diese Bid'a-Leute, die sind krank. Die machen Bid'a. Und du bist Arzt. Wenn der Kranke zu dir kommt und du siehst, es bei ihm sehr gefährlich, sagst du ihm sofort, du hast Krebs, du wirst nach 2 Tagen sterben. Oder erstmal sagst du ihm, ja, okay, wir untersuchen dich und vielleicht versuchen wir mit diesem Medikament und so weiter. Und das ist das Gleiche mit Ahl al-Bid'a. Einer, der macht Bid'a nicht sofort. Du bist Mubtadi', du bist, nein. Sondern langsam. Das heißt, wenn man langsam mit ihnen macht, das heißt nicht, dass man mit ihrem Bid'a zufrieden ist. Oder dass man zum Beispiel sie bestätigt. Und da sagt man, ja, kein Problem, wenn sie das auch machen. Wir sind alle Muslime, fertig, Punkt. Nein, das ist nicht der Fall in diesem Zusammenhang. Und speziell in solchen Ländern wie dieses Land. Die Muslime sind gespalten, die sind schwach, die haben gar nicht. Und manchmal, wenn du nicht schweigst, dann darfst du auch dort nicht mehr beten. Aber langsam, Da'wah machen ist besser, barakallahu fikum. Dass man auch zum Beispiel zu ihnen nicht viel spricht, heißt nicht, dass man nicht erklärt, dass sie Bid'a begehen. Und das ist gefährlich. Wenn du weißt, dass die Leute Bid'a begehen und dass die Bid'a herrscht, und du kannst etwas ändern und du machst das nicht, dann hast du deine Pflicht vor Allah nicht gemacht. Und das verstehen viele Muslime heute nicht. Die verstehen diesen Punkt nicht. Das heißt, die denken, wenn man sagt, ja, wir lassen die und wir machen Da'wah mit ihnen langsam, da denkt man, als ob man Angst hat
oder man darf von ihnen gar nicht reden. Nein, das ist nicht der Fall. Personen, wir müssen trennen zwischen Personen und Themen. Themen musst du aufklären. Personen, redest du mit ihnen, machst du mit ihnen Dauer und langsam. Aber das Thema an sich selbst musst du erklären. Weil wenn du nicht sagst, dass das Bid'a ist und wenn du nicht sagst, dass es falsch ist, dann werden die Leute das so lernen als richtig und später werden das praktizieren, als ob das die Religion wäre. Barakallahu fikum.